Und damit, okay, Leute, was geht und herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Bei mir auf dem Nintendo 4DS, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich kann nicht noch höher gehen, ihr wisst, mein PC ist noch nicht... Oh, wir sind Mini-Mario, da habe ich schon mal gar keine Lust drauf. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt... Oh mein Gott, da haben wir Welt 5 beendet. Schaut euch das gerne an. Oh mein Gott. Oh, okay. Das ist sowas. I see. Okay. An diesem Rand können wir hängen und... Ich glaube, das war's auch schon wieder. Wir können hängen und obendran lang schleichen. Hier könnte... Das sieht sass aus. Da drüben ist eine Starcoin. Finde ich gut. Yes, sir. Wowie. Genau, in der letzten Folge haben wir Welt 5 beendet. Und das nicht mal allzu bad. Ich würde sagen, wir haben uns relativ gut angestellt. Oder? Also zumindest, sofern man sich gut anstellen kann. So, egal. Ich bin ein bisschen gerade verwirrt, weil ich mich nicht richtig an letzte Folge erinnern kann. Für mich ist das schon 2-3 Tage her. Und für euch versuche ich ja jeden Tag, oh mein Gott, eine Folge zu bringen. Nein! Oh, das war dumm. No! Bin ich, wenn ich jetzt hier sterbe, dann bin ich aber auch echt dumm. Dankeschön. Safety first, wir nehmen Feuerblume. Hat sich das überhaupt gelohnt, hier rüber zu gehen? Wenn wir hier diesen Mini-Pilz gebraucht hätten, dann vergesst es an der Stelle. Jo. Wir gehen unten erstmal weiter. Versucht den Stick immer nach oben zu drücken. Ich hab runtergedrückt, ey! Das gab aber noch gut die One-Ups. Wenn ihr Kanonen bis zum Ziel tragt und dann alle zerstört, gibt es für ab dem 8. jeweils immer ein One-Up. Genau, ich spiele ja jetzt mit einem anderen Controller, ich spiele mit einem Elite-Controller und da ist der Stick einfach ein bisschen anders zu benutzen. Und ich muss mich daran auch erst gewöhnen. Zum Beispiel hier kann ich im Steuerkreuz kann ich nur links, rechts gucken. Weil ich könnte das theoretisch auch in der Config umstellen. Ist jetzt aber egal. Stopp, stopp, stopp. Da unten habe ich ein Level gesehen. Sandlevel? Dann bezahle ich doch gerne mein Geld. So, alle Starcoins haben wir. Finde ich sehr schön. Bis jetzt musste ich auch noch nicht schneiden. Das ist immer angenehm. So. Ja, saven. Wie war das? STRG F1, nicht wahr? Shift F1. Ja. Okay. Wichtig, wichtig. Welt 6a. Wir haben auch schon 46 Leben. Okay, es ist ein Lakitu-Level. Was halt so viel heißt wie... Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, ich liebe es. Da ist auch eine Starcoin. Ey, dieses Spiel war so innovativ. Wenn ihr überlegt, denkt mal an jedes folgende Mario-Game. Nein. Welches der darauf folgenden Mario Games hatte denn bitte einen Wirbelwind? Ich komme da nicht dran. Legit nicht, hä? Vielleicht fand... Jetzt? Aber was habe ich jetzt anders gemacht? Egal. Sass. Oh mein Gott. Ich will die Feuerblume. Okay, sicher ist sicher. Nochmal nachgucken. Oh, oh, oh. Bin gar kein Stress, Kollege. Ich will mich lieber nochmal vorher hier umgucken. Nein! Ihr müsst B drücken oder A zum Springen bei dem Game, damit ihr weiter... Okay, den könnte ich... Jetzt.
Das Level ist nicht dafür ausgelegt, oder? Wofür jetzt aber der Powerstern ist, weiß ich auch nicht. Hier geht's rein. War maybe dumm, wenn ich drüber nachdenke. Das ist... Oh mein Gott. Nein. Hä? Oh, die Starcoin. Gut, dass wir das gefunden haben. Oh, wenn man da runterfällt, kommt man nicht hoch. Man muss erst wieder hier zurück und sich theoretisch rüberfeuern lassen. I see. Übertreibt halt noch mehr mit den Stachis. Jetzt mal for real. Tschüss. Uns fehlt die zweite Starcoin. No. Ich werde kurz danach gucken, ob ich sie vielleicht nicht doch finde. Und wir sehen uns ja gleich an der Stelle wieder. Ja, genau. Ihr wisst, dieser richtig stylische Wasserfall oder Sandfall, der ein Stück höher ist, da müsst ihr euch reinfallen lassen. Das ist mir jetzt logisch erschienen, deswegen habe ich das gemacht. Nein, ich habe tatsächlich nach 8-9 Versuchen im Internet nachgeschaut. Kommen wir zum nächsten Level. Und es sieht nach einem Unterwasser-Level aus. Und ihr wisst Bescheid, Guys. Ich habe Bock auf Unterwasser-Level. Oh, ne. Es sieht aus nach einem Strand-Level. Da take ich doch gerne den Panzer. Zum Schwimmen vielleicht nicht allzu bad. Aber zum sonstigen Bewegen in dem Game. Naja, okay. Wir sind unverwundbar krank. Boah, das hat sich jetzt voll gelohnt, da lang zu laufen. Das war der längste Weg, den ich je gelaufen bin. Oh, okay, okay. Steigendes und sinkendes Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass man entweder mal nach oben muss oder nach unten, um hier Starcoins zu finden. Deswegen schauen wir uns immer ganz gut um. Sus, aber nur für ein One-Up. Oh, ich hasse diesen Panzer manchmal echt. Hier, nee. Da kann man rein. Uri, wir werden einfach nach oben geschossen. Okay. Oh, ich liebe... Also, auch wenn ich irgendwie sagen muss, das Game habe ich einfacher in Erinnerung. Ja. Muss ich schon ganz offen und ehrlich sagen, das Game macht trotzdem immer noch Spaß. Und gibt mir immer noch Todes die Nostalgie-Vibes. Was mache ich hier eigentlich? Hier gibt es aber schon eine Starcoin, oder? Für. Hallo? Und One-Up. Das hier ist keine Starcoin wert. Wait. Oh, und ich komme an einer ganz anderen Stelle raus. Da schauen wir uns doch vielleicht noch mal hier drüben um. Hier geht's nämlich auch rein. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Starcoin. Guys, das Secret, nimmt das bitte nicht. Das schickt euch an Starcoins vorbei. Das ist die zweite. Wo ist die erste? Will ich noch zurücklaufen? Ist die Halbzeit. Wenn es sowas gibt, dann weißt du, du brauchst einen Mini-Pilz oder ähnliches. Warte, das könnt ihr trotzdem. Hier ist sus. Aber hier ist nichts. Gab es schon unsichtbar. Unsichtbar. Unsichtbare Blöcke in dem Game? Ey, mit dem Panzer. Krass. So, there's the next one. Ihr könnt mit dem. So. Zack, zack. Das ist tatsächlich ein cooles Feature.
Will ich hier... Nee, ich warte hier. Oh, er dreht um. Oh, ich wusste... Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Und hier ist jetzt das Ziel vom Level. Wahoo! Okay. Erstes Starcoin müsste ich nachgucken. Auch hier tatsächlich keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Oh, gar keinen Bock auf die Dinger. Aber wir starten somit... Och man, ins Castle. In den Tower. Fake News, Fake News. Das ist kein Castle. Ducken. Oh mein Gott. Das ist Darkcoin. Stellt euch vor, wir wären da jetzt hochgesprungen. Ah! Okay. Oh, jetzt kommt noch er hier. Meister Knochen trocken. Okay, wir sind oben. Hier ist nichts. Im Übrigen, ja, wie ihr auch hier gerade sehen könnt, es gibt unsichtbare Blöcke. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Weil ich ja vorher Müll gelabert habe. Weil ich das nicht wusste, aber es gibt sie, ja. Das war vielleicht dumm. Ja, man muss hier direkt hoch. Okay. Okay, sorry. Bitte lass mich da hoch. Oh, noch eins hoch. Oh, wer weiß, ob das geklappt hätte. So, ich will jetzt trotzdem... Sicher ist sicher die Feuerblume. Wofür haben wir sie denn im Inventar? Ja, wie komme ich da hoch? Das ist jetzt eine gute Frage. Nö. Oh, das könnte aber so machbar sein. Wenn der Kollege hier mal kurz weg ist und dann... Oh mein Gott! Nicht! Please! Spring doch da hoch, Mario, Mann! Oh! 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 Also, ihr müsst einmal die knappesten Sprünge der Welt machen. Ich glaube, hier und einfach ducken. Ja! Komm, triff mich noch fünfmal! Kann ich bitte überleben. Hier wäre doch extrem cool noch eine Feuerblume. Nein. Ich will zwischenspeichern. Ich will zwischenspeichern. Guys, ich speichere zwischen. Ah nein, es ist so ein Kampf, okay. Unnötig zwischenzuspeichern, ja. Ich dachte erst, oh sorry. Ich dachte erst, er wirft wieder Shells. Aber dann ist gut. Mache ich zwischenspeichern zu oft? Findet ihr das... ein Stück weit unfair, wenn ich das mache. Ich werde es zwar eh nicht lesen, weil die erste Folge kommt erst morgen. Für mich ist heute Sonntag. Also der Sonntag, bevor die erste Folge kam. Guys, machen wir das nächste Level. Oh, ich erinnere mich da dran. Was befindet sich hier drin? Ich trau mich nicht. Okay. Down, down, down. So. Das sieht, darf ich sagen, nicht so schön aus hier mit dem Gift. Oh, oh! Perfekt. Feuerblume. Shazam. Steppen wir weiter. Im Übrigen, der Bottom Screen ist dann unter mir. Nicht, dass ihr euch davon verwirren lasst. Ich muss, glaube ich, jede Röhre auschecken, weil ich kenne das Game doch. Oh, das ist sogar eine Starcoin. Nice. Straight up, weiter geht's. Geht's nicht rein hier. Nein, aber hier geht's rein. Und dazwischen ist eine Starcoin. Und ich weiß sogar, wie man diese bekommt.
Jetzt sagt ihr, ja, du Cheater, du weißt ja alles schon vorher. Wenn ihr wisst, wie man diese bekommt, dann seid ihr mad. Komm ich eigentlich in so eine Röhre rein? No! Ich hab springen gedrückt 5-mal! Wir steppen direkt nochmal rein. Haben wir die Mittelflagge? Haben wir die Mittelflagge? Das wäre schön. Natürlich nicht. Ich cutte euch. Bis gleich. Nämlich glaube ich mich daran zu erinnern, dass man hier wirklich nur reinkommt, wenn man einen Mega-Mushroom hat und damit die Röhren zerstören kann. Perfekt. Einmal durch hier. Feier ich gar nicht, wenn Pflanzen aus. Kommt wahrscheinlich aber auch oben raus, oder? Ja, genau. Eben das meinte ich. Ich traue diesem Viech nicht. Ja, genau wegen sowas. Das ist mega unfair. Ihr wisst aber, wo die Starcoin ist. Ich habe euch gesagt, wie ihr sie... Immerhin ist das Game so nett und belohnt Leute, die hier alles durchsuchen. Oh mein Gott. Achso, hier ist schon das Ziel. Okay. Die Starcoin hole ich nicht nach, allein weil man aus einem anderen Level ein Item mitbringen muss. Und das feiere ich gar nicht. Und deswegen holen wir solche Starcoins nicht. Aber ich werde euch sagen, wo ihr sie findet. Okay? Gut, ich werde sie vielleicht off-cam holen. Wobei, hier wäre gerade so ein Mega-Mushroom. Ach komm, ich mache das kurz. Da fällt mir aber ein, dass in Welt 5 sich ebenfalls einer befindet, der sogar kostenlos ist. Dann holen wir den doch gleich hier. Perfekt, der bleibt auch im Inventar. So, Guys, an der Stelle zünde ich ihn. Oh, und wir können die Starcoins somit hier auch einsammeln. Okay. Wir bekommen Welt 6-4. Ein Gebirgslevel in der Gebirgswelt. Oh, böse. Direkt keinen Bock mehr auf das Level. Hier oben muss eine Starcoin sein. Ja, das wäre sonst einfach unfair gewesen. Da hätte unten was sein können. Okay. Wobei ich das bis jetzt noch relativ ein... Was? Warum fällst du nach unten, Mario? So. Hör doch auf. Hier so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Action. So. Das sieht irgendwie nicht schwer aus. Ich kann mich aber auch todestäuschen gleich. Nee, doch nicht. Da sind die Blöcke relativ... Oh mein, unfair. Ich werde mit euch... Da links ist die Starcoin. Ja. Oh, ich feiere den gar nicht, diese... No! Runter, 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 atmen, 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 zack, zack. Und hier hoch, okay. Hier gibt es Secret Exit, echt? Oder auch nicht. Feiere ich noch weniger sowas. Weil ich gar nicht einschätzen kann, wie Mario hier springt. Ah, Mario fällt aber immer erst ein Stück runter. Nach einem Sprung. Ja. Bei uns fehlt eine Starcoin. Ich gehe mal hier rein, das sieht sass aus. Bin ich hier safe? Ja. Feuerblume. Ganz entspannt das Ganze hier. Hallo, hör doch auf, dich Hose. Ich drück nicht darum, er zieht sich von alleine hoch. Am Controller liegt es safe nicht, zu 200% nicht. Aber wir gehen jetzt einfach ins Ziel und tun so, als wäre das nie passiert. Perfekt, alle drei Starcoins, so will ich das. Wunderbar, ich trinke nochmal was.
Finde ich auch, Mario. Finde ich auch. Kommen wir zum Tower Level. Kommen wir zum zweiten Tower Level. Ich habe keine Ahnung, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was mich erwartet. Und wenn ich das so sehe, freue ich mich schon mal nicht drauf. Aber... ich sag mal so, ich freue mich, dass ich hier eine Feuerblume für mich befinden tut. Hat sich ja gelohnt. Hier muss ich da lang, hier muss ich da lang. Hoch. An den Tower kann ich mich aber erinnern, den habe ich auch häufig gespielt. Glaub ich. Das sind unnötig schwere Sprünge, hier gibt's was für, ja, ja. Und tot. Aha. Wahoo. Oh mein Gott. Warum sollte man diesen kompletten Part hier skippen? Weil es hier wirklich nichts gibt? I hope so. Truste hier gar nichts. Okay, 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 ich hab's kapiert. Ich truste doch. Okay. Hier müssen wir sogar groß sein. Das ist Buggy. Okay. Zweites Starcoin in unsere Tasche. Nice one, guys. Nice one. Ist das so einfach, wie es aussieht? Oder... yes, it is. Moino und tschüss! Ich gehe jetzt durch die Tür und fighte Bowser Jr. das gleiche Level nochmal. Nur, dass der Kollege dieses Mal Panzer wirft. Aber mit Feuerblume gar kein Stress. Wunderbärschen. Da würde ich sagen, steppen wir direkt weiter. Oh, das Game macht gerade wieder Spaß. Oh, da sind Eisblöcke. Es gibt also ein Eislevel als nächstes. Beziehungsweise erst Wasser, dann Eis. Wie gesagt, erst Eis, dann Wasser. Wir haben 120 Starcoins. Die geben wir doch gleich mal aus, um in dieses wunderbare Eislevel reinzuschauen. Ich finde auch cool, wie das so aussieht, als wäre einfach ein Stück von dem Stein rausgerissen worden. Und einfach darunter Eis wäre. Ich finde dieses Touch, das finde ich ganz cool gemacht. Und es ist sehr icy. Ich glaube, wir müssen das hier usen. Oh, hier geht's direkt oben weiter. Okay. Oh, 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 oh. Swing! Links, rechts, links, rechts, links. Wahoo! Oh, 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 Goomba! Ich bin entspannt, Guys. Auch, dass wir noch keine Starcoin gefunden haben, ist gar kein Problem. An der Stelle bin ich aber auch tot. Ich weiß nicht so ganz, was das Game hier von mir will. Einfach an der Leitung hängen. Nein, komm zurück, warte! Links ist nichts Sassiges. Ach, ich brauche einen Panzer und ich glaube, ich muss den dann an der Stelle werfen. Dieses Links-Rechts-Gimmick feiere ich an solch einer Stelle überhaupt nicht. Das hier ist Sass. Das sieht nach Tod aus da unten. Okay. Wir wissen, wo die erste Starcoin ist. Wir wissen auch, wie wir sie holen können. Ich hole sie gleich nach dem Run hier.
bin so un... Also, ich bin so unfassbar dumm, was sowas angeht. Ja. Okay, er ist aber da rechts reingefallen. Sehr schön. Wee-hoo. Mit dir will ich gar keinen Kontakt. Durch was werde ich hier getroffen? Es macht keinen Sinn, dass ich da getroffen werde, wenn ich... Wenn ich... Also, am Schlittern bin. Safe, 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 ganz ruhig, ganz. Ja, feier ich Todes, dieses Item. Das ist so ein dummes Item. So, hier wären wir wieder, Guys. Diesmal halt klein. Das hat jetzt voll viel gebracht. Ich spiele dieses Level nie wieder. Also ich bin jetzt so oft gestorben wie noch nie zuvor in meinem Leben. Gut, jetzt. Gehen wir noch in die mittlere Röhre. Die Nerven, die schießt jetzt nach oben. Okay, das ist also die unnötigste aller Röhren. I guess. Das sieht nach Spaß aus. Das nicht. Okay, wir schwingen erstmal 10 Minuten hin und her. Komm. Für diese dumme... Nein! Guys, ich speichere hier. Also, das ist bisher wirklich das nervigste Level von allen gewesen. Schaffe ich den Sprung jetzt? Dankeschön. An Slopes dürft ihr nicht mehr rutschen. Dürft ihr nicht. Ab Welt 6 nicht mehr an Slopes rutschen, ihr sterbt jedes Mal. Kein Scherz. Okay, aber wir haben es hinter uns gebracht. Die erste Starcoin. So, und... Das ist die falsche Stelle, oder? Hätten wir das an der Stelle auch geschafft. Wunderbar. Kommen wir zum Unterwasserlevel. Und ich bin sehr demotiviert, was Wasserlevel angeht. Will ich überhaupt wissen, ob hier irgendwas drin ist oder ob das alles nur ein Riesenscam ist? Warum tue ich es eigentlich? Ja, komm, die Feuerblume. Damit sind wir doch alle einverstanden. Wunderbar. Oh, die feiere ich gar nicht. Die Grünen, die einen so ein bisschen folgen. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Einfach oben bleiben ist die Devise, I guess. Bitte Zeit. Oh, was macht das? Okay, das zieht uns runter. Nein! Oh, das, als ob das... Die Hitbox, die im Spiel sind, weird, sowieso schon. Aber dass sowas... Das, du bist so ein hässlicher Fisch. Habt ihr gesehen, wie der sogar umgedreht ist? Ich hasse Fische. Besonders in Mario Games, ganz ehrlich. Es kann sein, dass ich den für irgendwas brauche. Beide down. Bevor uns der Fisch hier kriegt, gehen wir straight up nach oben. Sorry. Ach, ich muss durch dieselbe Röhre wieder raus, natürlich. Danke, dass mir das gesagt wurde.
Ey, wie unfair. Es ist ein Wunder, dass ich von so einem Grün noch nicht einmal in so einem Level getroffen wurde. Und da ist es passiert. Ich wollte zwischenspeichern, habe mich gerade aber dagegen entschieden. Weil ich habe gesehen, dass wir fast am Ziel sind. Und ich komme mir immer irgendwie ein Stück weit blöd vor, wenn ich zwischenspeichere. Ich denke dann immer, ja, ich kann nichts und alles schlecht und sonst irgendwas. Aber ich habe halt auch einfach keinen Bock, alles 10, 20 Mal zu spielen. Die letzte Starcoin fehlt uns. Ich guck, wo sie ist. Keine Ahnung, wo sich dieses Teil befinden soll. Ich würde einfach sagen, wir machen direkt weiter mit Welt 6.6, weil ich bin... Hab das Level jetzt noch mal ein paar Mal gespielt, aber ist irgendwie nichts draus geworden. Und an das Level erinnere ich mich auch sogar noch sehr, sehr gut. Okay, also da ist erstmal eine Feuerblume, habe ich gehört, für mich. Hallo? Es bringt nichts, es ist komplett unnötig, aber manche würden sagen satisfying, also befriedigend, sich sowas anzuschauen. Ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt, wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich, genau. Ich komme da nicht durch. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Was habe ich jetzt davon? Ich möchte mindestens ein krasses Item. Was habe ich davon? Richtig. Gar nicht. Ah, ein P-Switch. Wenigstens etwas, das noch normal funktioniert in dem Game. Oh, oh, hab ich da was? Ich kann den nicht nochmal aktivieren. Weil man kann hier safe nach oben, das sieht schon so sus aus. Deshalb... Oh, oder man kommt halt auch so nach da oben, nicht wahr? Genau. Haben die eigentlich überhaupt einen Intervall gehabt in diesem... Nein, vergiss es. In diesem Game? Das fühlt sich irgendwie nicht so an. Wofür? Das ist komplett unnötig, das Ding. Oder? Oder, warte mal. Ja, ist es. Ey, es ist auch krass, dass ich weiß, wo ich hin muss. Wetten, da ist wieder gar nichts drin nachher. Und ich mache das komplett umsonst. Ich kenne mein Glück in dem Game. Ist da nachher entweder eine Blume oder ein One-Up oder sowas drin. Was die Arbeit hier halt gar nicht rechtfertigt. Wollen wir wetten? Okay, Nintendo, okay. Ich hab verstanden. Es ist einfach gar nichts drin. Nintendo hasst uns alle. Oh, oh, oh. Den hier, den krieg ich. Komm. Nein, ich muss ganz wieder nach oben laufen dann. Oh mein Gott. Und wenn man zu dumm ist, hier hoch zu fliegen, dann auch nochmal. Nein! Ich hab ihn... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Deppen... Ich heul gleich. Natürlich, komm. Ey, das ist der letzte Betrug der Welt. Ja, ist okay, ist okay. Nintendo ist okay. Ihr wisst, wo die Starcoin ist. Ihr wisst, wie ihr hinkommt. Wahrscheinlich ist es auch noch ein Secret Exit oder so. Nee, nicht mal. Wird alles hierher. Also an der Stelle... Ihr wisst, wo es zu finden ist. Wenn ihr Lust habt, sucht es. Wenn ihr keine Lust habt, tut es nicht. Schön, noch ein One-Up mitgenommen.
Ich will mal ganz kurz hier ganz am Rand runterhüpfen. Das hat sich nicht gelohnt, oder? Aber das sah so sass aus, weil auf einmal das Rote näher kam. Deshalb hier. Hätte ja sein können, dass da trotzdem was ist, aber war scheinbar nicht so. Was macht das Ding? Ah, das fällt uns nach da drüben. Oh, 3, 4 Röhren. Eine davon bringt dich ans Ziel. Eine könnte dich zurückschießen. Wir haben die richtige gewählt, Geist. Eine Starcoin können wir gar nicht verpassen, weil die ist ja vorher, wie wir wissen. So, kommen wir auch schon zum Castle der 6. Welt. Und da wartet meiner Meinung nach der witzigste und innovativste Bosskampf von allen Leveln, von allen Bosskämpfen bisher auf uns. Ach du meine Güte. Auch wenn ich das Level, sagen wir mal, jetzt nicht so ganz toll finde. Also von dem, was ich sehe bis jetzt. Ich spring da bestimmt nicht hin. Wie soll man dieses Starcoin holen? Ich weiß ganz genau wie, nämlich. So. Tja. Schade. Und wir haben das Ganze sogar noch überlebt. Wunderbar. Also die Starcoins sind auch Scam. Darf ich das sagen? Also, Starcoins, bei denen ich eine Koopa Shell werfen muss, sind nicht schwer, ja? Aber nicht, wenn du nicht weißt, wie die Koopa Shells fliegen. Klar, ich hätte jetzt Winkelberechnungen und sowas berechnen können. Aber sehe ich aus, als hätte ich Zeit. Warum bin ich hier oben? Wofür ist die Frage, bin ich hier oben? Sterben, um zu sterben! Mann! Du hässlicher Koopa, echt. Aber wofür haben wir denn eine Feuerblume? Warum sieht das hier oben so sass aus? Ich bin weit genug weg, dass der Koopa respawnen könnte. Dankeschön. Das war anders weird. Aber hier befindet sich die Starcoin. Und was mich da unten erwartet, feiere ich auch nicht. Ich würde sagen, ich versuche das jetzt trotzdem einfach mal. Also sterben ist hier nicht. Das ist schon mal gut. Ja, hier schon. Durch da, durch da. Okay, wir haben's. Die erste Starcoin fehlt uns. Okay. Nach der werde ich dann wohl gucken müssen. Und sie im Endeffekt sowieso nicht finden. Geh hoch! Oh, das gibt mir so, wie heißt das Game? Getting Over It Vibes. Weil das auch alles da so unfair ist. Ihr wisst Bescheid. So, machen wir den coolsten Bosskampf meiner Meinung nach. Let's go! Er ist der Auserwählte. Ihr könnt auf ihn draufhüpfen und es ist ein Panzer. Ist das nicht genial? Kommt, Guys. Der wirft sogar Bob-Bombs. Oh, oh. Ich glaube, hier ist einfach Ducken angesagt. Oh, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Nein! Aber ihr müsst zugeben, ist schon witzig, oder? Ich war doch drauf! Okay, wir haben ihn. Tam, tadam, tadam. Meiner Meinung nach der coolste und bisher innovativste Bosskampf im gesamten Spiel. Ich liebe ihn. Okay, Guys, ich gucke ganz kurz nach der ersten Starcoin. Und Welt 8 kennen wir ja schon, oder? Ja, sind wir über einen Secret Exit hingekommen. Ich an der Stelle kümmere mich dann ganz kurz um die Starcoin. Bis gleich. Sind wir wieder hier. Und schaffen es wieder nicht. Deswegen probiere ich es mal von hier drüben. Und wir haben es geschafft. Perfekt.
Und an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Welt 7. Verpasst das nicht. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann und ciao, ciao, Leute.